Kenners, ich weiß doch auch nicht, warum die Pokémon Company oder Game Freak es nicht hinbekommt, Pokémon den richtigen Typen zu geben. Es gibt immer wieder Pokémon, wo man sich einfach nur denkt, warum hast du diese Typen und warum hast du keine anderen? Die würden viel besser passen. Und bevor jetzt in die Kommentare geht und wieder schreibt, boah Steffen, Alter, du hast doch so obviously Pokémon X und Pokémon Y vergessen, wie kannst du nur so kacke sein? Ich habe nie gesagt, dass ich hier alle mache und vor allem haben wir darüber schon mal eine komplette Folge mit 10 gemacht, also das Video ist über 2 Jahre her. Die Zeit vergeht schnell und ich werde alt. Gebt dem Video ein Like, damit ich Rente habe. Ich werde es mal verlinken. Also habt ihr jetzt gleich quasi 2 Videos, falls ihr das alte noch nicht gesehen habt. Und wir fangen straight an mit dem ersten Pokémon. Und das ist ein Pokémon, das meiner Meinung nach so ein bisschen underwhelming ist. Nämlich Chillabelle. Das Ding ist, ich mag Chillabelle, aber irgendwie hat Chillabelle nichts großartig, was es so, ja, special macht. Diese Multi-Hit-Attacken ist basically jetzt eigentlich Ambidiffel. Sonst ist das halt straight up nur Normal. Es ist ja nicht mal der Normal-Type aus der Generation, weil das ist Nagelotz, also dieses typische Radfratz-Pokémon, was wir dann, ja, zeigen genauso mit Wieso haben, so, in der dritten mit Zickzack, so. Da, nicht mal das ist Chillabelle. Vor allem entwickelt sich das mit einem Sonnenstein. Wir haben ein Normal-Pokémon, das sich mit einem Sonnenstein, warum ist das nicht Fee? Das Ding ist fucking fluffy. Man will's knuddeln und gibt ihm eine Multi- Hit-Feen-Attacke. Oder noch besser direkt, keine Ahnung, Feenschicht. Und dann hat er so einen Tail-Slap und dann wird das zu einem Bitch-Slap. Ich sehe Chillabelle viel eher beim reinen Feen-Pokémon und ganz ehrlich, dann wäre es auch definitiv besser. Zweites Pokémon haben wir jetzt Girafarig, beziehungsweise jetzt natürlich auch Farigiraf. Das Ding hatte ein Vorderteil und ein Hinterteil. Es ist psychonormal. Warum hat man das in Generation 1 nicht? Weiß nicht. Psycho-Unlicht gemacht? Der Unlichttyp war in der ersten Generation eh schon viel zu overpowered. Das ist ein Thema, das hat jeder auf diesem gottverdammten Planeten schon mal abgehandelt. Aber es wäre ja nicht mal so, dass die Typen-Kombi-OP gewesen wäre, denn dann hätte es zwar auch eine Psycho-Immunität durch den Unlichttypen, aber man hätte Psycho halt nochmal geschwächt. Und vor allem hätte man den Käfertypen nochmal ein bisschen besser gemacht, weil dieses Monster nicht nur eine Schwäche gehabt hätte, sondern straight up eine Vierfachschwäche. Das ist halt eine Win-Win und außerdem ist der Sinn von Girafarig ja, dass die hintere Seite basically auch lebt und so böse ist oder sowas. Das passt doch, weil der Unlichttyp im Japanischen eigentlich der böse Typ ist und nicht der Unlichttyp. Professor Wazi klärt auf und erzählt diesmal hoffentlich nicht so eine Kacke wie mit den Bienen. Aber korrigiert mich gerne, wenn ich irgendwo falsch liege, ne? Ich nehme gerne Kritik an. Pokémon Nummer 3 ist ein All-Time-Classic. Können wir relativ fix abhandeln. Enteron. Das Pokémon, das schon im Anime dafür bekannt war, dass wenn es Kopfschmerzen hat, unfassbar krasse Psychokräfte erwecken kann, ist kein Psycho-Pokémon. Warum? Du bist eine Ente, du hast Psychokräfte, du bist blau im Sinne von Enteron jetzt noch so. Wasser Psycho ist halt so der erste Gedanke, den ein ganz normal denkender Mensch hat. Ich verstehe es voll, so in der ersten Generation hatte man vielleicht schon genug Wasser-Psycho-Pokémon. Ich meine, Starmie, Lamos etc. Und Starmie hätte halt Enteron auch komplett outclassed. Aber ich meine, spätestens bei der Mega-Entwicklung, Mega-Enteron, Wasser-Psycho, come on. Ich weiß doch nicht, wie lange ich dieses Zeug hier noch machen soll, okay? Game Freak, klau doch einfach meinen Content. Wisst ihr, was Parasect ist? Das ist so ein Käfer, der wird von einem Parasiten befallen, im Sinne von Paras jetzt. Und im Falle von Parasect übernimmt dann dieser Parasit quasi das komplette Pokémon. Das heißt, basically ist Parasect nur noch so eine leere, tote Hülle. Und es ist kein Geist-Pokémon. Das Ding ist, Käfer verstehe ich da voll. Ich hätte einfach den Pflanzentyp weggenommen, weil nicht nur das Pflanze-Käfer halt nicht nur damals echt eine schlechte Typenkombi war, sondern das ist es nach wie vor leider heute immer noch. Es wäre halt nochmal eine Möglichkeit gewesen, in Generation 1 die Psycho-Pokémon nicht so krass zu machen, weil das wäre dann halt zumindest sehr effektiv gewesen, vorausgesetzt. Man kriegt es natürlich hin, erstmal das Scheiß-Spiel richtig zu programmieren, damit Geisterattacken auch wirklich effektiv gegen Psycho-Pokémon sind und die nicht immun sind. Wie hat es das Spiel durch eine Kontrolle geschafft? Aber Käfergeist ist definitiv die viel bessere Typenkombination für Parasect. Und jetzt will ich auf jeden Fall eine Regionalform von Parasect. Ich glaube, wir machen nochmal ein Regionalform-Video. Habt ihr Bock? Hear me out. Ich mag ja Jalapeno. Ist jetzt das erste Pflanzenfeuer-Pokémon. Finde ich voll cool. Game Freak hatte aber in der Vergangenheit schon mal die Chance auf das perfekte Pflanzenfeuer-Pokémon. Und wir haben es nicht genutzt. Wir haben es nicht bekommen. Pupchin. Das Ding ist eine Kürbislaterne. Da wird ein Kürbis ausgehöhlt und dann steckt man da Kerzen rein und dann leuchtet der, weil der basically innerlich brennt. Warum? Ich meine, ich verstehe, man, ich war unschlüssig, ob ich den Geist-Typ wegnehme, weil Halloween, Geister, das sehe ich alles. Aber es funktioniert halt auch einfach, weil es ist ein Kürbis. Das Gemüse ist Kürbisgemüse. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Es ist auch so gefühlt eine Hülsenfrucht wie irgendwas anderes. So, sagt mir gerne, was ein Kürbis ist. Aber wir sind uns doch einig, es ist eine Pflanze, okay? Irgendwie pflanzlich ist es ja. Veganer können es essen. Und das brennt. Ihr seht meinen Punkt, oder? Das nächste Pokémon wurde auch schon super oft behandelt, aber ich muss es hier einfach reinpacken, weil ihr sonst die Kommentare schreibt. Und eigentlich will ich Kommentare, weil es gut für den Algorithmus ist, aber ich erwähne es einfach mal trotzdem. Aber warum ist Lugia kein Wasser-Pokémon? Das Ding ist der Gott des Meeres. Diese abnormalen Hände, die gefühlt aussehen, als wären die bei irgendeinem ganz schlimmen Unfall passiert.
sehen fast danach aus, als würde Lugia damit schwimmen wollen. Und ja, es hat keinen Wassertypen, weil es sonst einen Vorteil gegenüber Ho-Oh gehabt hätte. Aber als Gott des Meeres, weiß nicht, nicht vom Typ Wasser zu sein. Das ist so, als würdest du dich Ronald McDonald nennen und am Ende einfach einen Whopper essen. Und muss an der Stelle sagen, Burger King ist cooler, der hat mehr veganen Stuff. Jetzt gehen wir aber von einem Pokémon, das den Wassertyp definitiv gebraucht hätte, zu einem Pokémon, welches ihn schon hatte und den Kampftyp nicht bekommen hat. Und zwar Atmurai. Das ist ein Samurai. Die haben gekämpft. Kann man eventuell einen Kampftypen rein? Ich meine, die haben mit Schwertern gekämpft. In der Theorie kann man auch für Stahl argumentieren, aber ich gehe jetzt erstmal Richtung Kampf. Das Problem ist nur, ja, weiß nicht, aber in der Generation hat ja ein Stahl schon einen Kampftyp. Das wäre irgendwie ein bisschen doof, ne? Aber weiß nicht, warum nimmt man auch einfach nicht Flammirex straight up den Kampftypen weg und gibt ihm einfach einen Bodentypen? Warum musste das der dritte Feuerkampfstarter in Folge sein? Ich schwör's, ich starte bald eine Petition, dass für Nexus das beste Feuer-Pokémon wird, einfach weil sie diesen scheiß Fluch gebrochen hat. Aber Atmurai, Wasserkampf und wenn wir gleich dabei sind, wir haben quasi jetzt 11 Pokémon im Video. Wir machen Flammirex einfach zu Feuerboden. Es passt halt so viel besser. Nächstes Pokémon, ein vergessenes Pokémon basically, und das ist Ibitak. Kennt ihr nur Ibitak? Also, die zwei Leute, die Ibitak in der ersten Generation genommen haben und nicht Tauboss, die strecken jetzt die Hand und die sind stolz. Und ich fühle euch, Brüder, ich habe es auch definitiv schon mal genommen. Aber wäre Ibitak als Flug- und Nicht-Pokémon nicht irgendwie ein bisschen cooler? Ich meine, dann brauche ich den Vogel aus der neuen Generation nicht, dessen Name mir gerade nicht mehr einfallen will. Und ich werde ihn definitiv für dieses Video jetzt nicht googeln. Ich blende ihn ein, damit ihr wisst, wer es ist, aber ich google den Namen nicht. So viel Disrespect zeige ich dem gegenüber. Übrigens, liebe Kinder, wenn eure Eltern euch sagen, ihr seid mit dem Storch gekommen, das war das Ding. Nein, aber Ibitak als Flug-Unlicht wäre halt so viel cooler gewesen, weil dann hätte es im Vergleich, natürlich kann man das nicht in der ersten Generation machen, so, wir reden jetzt ab der zweiten, irgendwann später halt, spätestens ab der sechsten hätte man es auch Unlicht machen können, einfach kein Plan. Aber auf jeden Fall, ihr habt halt einfach Tauboss, der ist so ein Normalflug, dann habt ihr Noctuut, den wir in der letzten Folge schon hatten, Spoiler, das ist Flug-Psycho, und dann hätte man einfach Ibitak gehabt. Und es passt ja auch, weil ich hab's am Anfang vom Video schon gesagt, der Unlicht-Typ ist im Japanischen richtig übersetzt eigentlich der böse Typ. Und wenn ein Flug-Pokémon in diesem Anime mal böse war, dann war es dieses Habitak. Die haben Ash basically beendet in der ersten Folge schon, okay? Also, dass es da überhaupt über 1000 Folgen gab, war ein Wunder. Aber ich meine, dadurch wurde das Bonding mit Pikachu ganz cool und Ash durfte Ho-Oh sehen. Außerdem hätte Ash definitiv gucken sollen, weil Stein auf den Pokémon werfen darfst du prinzipiell in der Safari-Zone. Also hat das irgendwie noch verdient. Es gibt prinzipiell ein Pokémon, das wahrscheinlich noch mehr Leute fordern, dass es eine Mega-Entwicklung bekommt, das ist die Beldra. Das machen wir hier nicht. Aber das zweite, was die Leute wollen, ist Luxtra. Und ich cheat das jetzt hier einfach mal mitten in das Video ran. Wir hatten quasi 11 Pokémon, okay? Also lasst mich in Ruhe. Luxtra ist das perfekte Unlicht-Elektro-Pokémon. Ich weiß nicht, was Game Freak hat, dass man gefühlt jedem Elektro-Pokémon, das einen wohlverdienten zweiten Typen hätte, keinen wohlverdienten zweiten Typen gibt, aber man hat es halt nicht gemacht, weil Zeraora ist kein Kampf-Pokémon geworden und Luxtra ist kein Unlicht-Pokémon geworden. Das Ding, das Knirscher kann, Biss kann. Wir hatten schon die Diskussion, okay? Mega Luxtra, bisschen mehr Speed, Titanenkiefer als Fähigkeit, let's go, have fun. Aber nein, es ist halt einfach straight up Elektro. Ich lieb's trotzdem, es ist so cool. Und als allerletztes haben wir ein Pokémon, das wir quasi im letzten Video schon erwähnt haben. Dementsprechend schaut euch das gerne an. Da erfahrt ihr nämlich, warum Fruyal und BDSM gar nicht so weit voneinander entfernt sind. Aber Fruyal ist ein Pokémon, das entwickelt sich, wenn es stammvoll lernt, also die Vorentwicklung. Das heißt, er will ja schon irgendwie auf einen stompen so ein bisschen. Und es kann auch so Sachen wie den High Jump Kick, also den Turm Kick. Warum ist das jetzt nicht einfach ein Kampf-Pokémon? Ich meine, ja, wir haben schon sowas wie Karpilz, aber let's go. Außerdem, das kam in der siebten Generation und das ist die Generation, wo man quasi Fiaro alles genommen hat, was es jemals irgendwie geliebt hat. Denn man hat halt mit Orkanschwingen einfach die, ja, Prio von dem Ding halt quasi komplett kaputt gemacht. Und jetzt hat das Ding zwar eine vierfache Flugschwäche, aber durch seine Fähigkeit hätte es einfach eine Immunität gegen Prio-Attacken. Das wäre einfach nochmal ein Fiaro-Check gewesen, so ein bisschen. Nicht Check, weil hat immer noch eine Feuerschwäche. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich sagen möchte. Auf jeden Fall, Fruyal wäre mit Pflanzekampf definitiv cool. Und ich persönlich mag halt auch Frauen, die so halt Ass-Kicker sind, so die halt auch einfach mal irgendwie gefühlt alle verprügeln. Und mit dem Kampftyp sehe ich Fruyal da ein bisschen mehr. Habt ihr noch weitere Pokémon, die einen falschen Typen haben? Schreibt es in die Kommentare. Lasst dem Video, wie gesagt, auch ein Like da. Das wäre auch sehr, sehr cool. Und auf meinem zweiten Kanal kam, by the way, auch noch ein Video. Da habe ich mal Hero Academia Charaktern quasi Yu-Gi-Oh! Decks gegeben. Oder Archetypes. Dementsprechend schaut da gerne vorbei. Ich verlinke es auch mal in der Videobeschreibung. Bis dann.